So, meine Damen, meine Herren, ich wünsche euch alle erstmal einen schönen Abend. Wir kriegen eventuell 3 Weihnachtssterne. Erstmal hier die beiden hier, Jupiter links, Saturn rechts. Gut zu erkennen auf dem Videoband. Zoome ich das ein bisschen näher ran. Das ist ganz gut zu... Nein, nicht doch. Ganz gut zu erkennen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt da rechts schwenke, da sieht man auch die Venus. Das ist der dritte Weihnachtsstern. Wie gesagt, wir kriegen 3 Weihnachtssterne. Und so sieht's aus. Ist wieder verschwunden, ist kotzt sich dann an. Immer hier die Venus. Ist der erste. Oder dritte. Hier die beiden, der erste Jupiter, zweite Saturn. Und hier der dritte Venus. 3 Weihnachtssterne gibt es dieses Jahr, diese Reisen mal. Das hätte ich auch nicht geahnt, ne? Freunde? Jetzt zoome ich das mal ein bisschen näher ran. Das ist die Venus, die ich jetzt näher ranzoome. Das ist jetzt, glaube ich, St. Martin Messe oder haben wir jetzt wieder... Nee, läuten immer abends die Glocken. Ja, um kurz nach 5:30 nehme ich immer die Zeit. Hier haben wir den Saturn. Und da Jupiter. Nummer 1. Den Saturn kann man jetzt nicht mehr erkennen. Schade. Dann hat sich da eine Schleierwolke davor geschoben. Jetzt schicken wir ein bisschen die Kamera nach da. 2. Und 3. Dritte. Insgesamt 3 Weihnachtssterne haben wir dieses Jahr zum Weihnachten. Weihnachten wird dieses Jahr wieder spannend. Vor allem mit den 3 Sternen. Ja, da wünsche ich alle einen schönen Abend. Sehr geehrter, bis dann.